Schweizer Unternehmen sollen dafür haften, wenn ihre ausländischen Tochterfirmen die Menschenrechte verletzen oder wenn sie die Umwelt zerstören. Das verlangt die Konzernverantwortungsinitiative. Die Initiative bewegt die Schweiz. Wer einen Schaden verursacht, zahlt für den Schaden. Punkt. Das ist das Prinzip der Initiative. Jedes Schweizer Unternehmen hat sehr viel zu befürchten von dieser Initiative, weil es ist grundsätzlich möglich, dass man so ein Unternehmen einfach einmal anklagen kann. Doch worum geht es genau? Schauen wir uns ein fiktives Beispiel an. Ein Schweizer Unternehmen besitzt in Brasilien eine Tochterfirma, die Gold fördert. Wird die Konzernverantwortungsinitiative angenommen, muss das Unternehmen prüfen, ob in seiner ganzen Lieferkette die internationalen Umweltstandards und die Menschenrechte eingehalten werden. Stellt das Unternehmen Probleme fest, muss es Maßnahmen ergreifen, denn die Initiative verlangt eine Sorgfaltspflicht. Die Ergebnisse der Prüfung muss das Unternehmen in einem Bericht festhalten. Falls die Umweltstandards und Menschenrechte im Ausland dennoch nicht eingehalten werden, kann neu in der Schweiz gegen den Mutterkonzern geklagt werden. Das Schweizer Unternehmen haftet aber nicht für die ganze Lieferkette, sondern nur für Tochterfirmen und Zulieferer, die wirtschaftlich abhängig und deshalb beeinflussbar sind. Am meisten umstritten ist der dritte Punkt, die Haftung. Sie ist der größte Unterschied zwischen der Initiative und dem Gegenvorschlag. Nehmen wir an, die fiktive brasilianische Tochterfirma beschäftigt Kinder. Heute könnte nur die Tochtergesellschaft in Brasilien angeklagt werden. Aus Sicht der Initianten ist das problematisch, weil dort und in vielen anderen Ländern die international anerkannten Umweltstandards und Menschenrechte nicht konsequent durchgesetzt werden. Neu sollen Geschädigte deshalb auch gegen den Schweizer Mutterkonzern klagen können. In der Schweiz nach Schweizer Recht. Das bedeutet also, dass unter Umständen ein kleines Schweizer Bezirksgericht über internationale Menschenrechtsfälle entscheiden müsste. Zumindest in erster Instanz. Vor Gericht muss der angeklagte Mutterkonzern beweisen, dass er seine Sorgfaltspflicht befolgt und die Tochterfirma angemessen überprüft hat. Die Gegner befürchten, dass Schweizer Firmen deshalb in Zukunft ständig mit Klagen rechnen müssten. Stellen Sie sich vor, Sie sind schuldlos angeklagt und müssen Ihre Unschuld beweisen. Da brauchen Sie Anwälte, da müssen Sie mehrjährige Prozessverfahren über sich ergehen lassen. Das ist nebst dem bürokratischen Aufwand auch rechtsstaatlich bedenklich. Das ist eine Schwächung vom Wirtschaftsstandort Schweiz, die dazu könnte führen, dass kleine Unternehmungen eben gar nicht mehr wirtschaftlich tätig sein können, weil sie das Risiko und die Last von dieser Haftung gar nicht tragen können. Befürworter widersprechen. Für die meisten wird das nichts ändern, weil sie es heute schon so machen. Jetzt schreibt man das in die Verfassung. Dann lässt sich die Wirtschaft auch an dem messen. Ja, ich glaube nicht, dass ein bisschen Regulierung, die eigentlich darauf abzielt, das, was sie sowieso als Qualitätsmanagement wahrscheinlich machen, um ihre Produkte qualitativ hochstehend zu erarbeiten, dann dazu führt, dass sie die Schweiz verlassen. Weil für das sind wir steuertechnisch einfach viel zu interessant. Eine Streitfrage ist, wie viele Unternehmen überhaupt von der Konzernverantwortungsinitiative betroffen wären. Laut den Gegnern könnten es 80.000 Unternehmen sein. Die Initiative betrifft grundsätzlich alle Schweizer Unternehmen. So steht es im Initiativtext. Nach Schätzungen sicher etwa 80.000. Befürworter widersprechen. Man muss dann auch die Definition anschauen, welches die Voraussetzungen sind und was alles ausgenommen wird. Und wenn Sie dann schauen, was übrig bleibt, dann handelt es sich eben schlicht und ergreifend um eine Handvoll. Welche Unternehmen da genau dazugehören, müsste aber das Parlament entscheiden, falls die Initiative angenommen wird. Was, wenn die Initiative abgelehnt wird? Dann tritt automatisch der Gegenvorschlag in Kraft. Dieser geht weniger weit als die Initiative. Auch der Gegenvorschlag sieht eine Sorgfaltspflicht vor. Diese beschränkt sich allerdings auf die Bereiche Kinderarbeit und Konfliktmineralien. Das Unternehmen muss zudem einen Bericht verfassen, der auch Themen wie Umweltschutz und Korruption abdeckt. Der große Unterschied zur Initiative ist, dass Schweizer Unternehmen weiterhin nicht haften, wenn ihre Tochterfirmen im Ausland die Menschenrechte verletzen oder Umweltstandards missachten. Der Abstimmungskampf ist intensiv. Seit Jahren hängen in der ganzen Schweiz Flaggen der Befürworter. Und nun investieren die Gegner viel Geld in Plakatkampagnen.
Linksgrün ist für die Initiative, die meisten bürgerlichen Parteien dagegen. Es gibt aber auch Politiker der CVP, FDP und SVP, die sich für ein Ja einsetzen. Den Entscheid fällen die Schweizerinnen und Schweizer am 29. November 2020 an der Urne.